So, hier kann ich jetzt ein Schweißgerät nehmen. Damit kann ich Türen verschweißen oder aufschweißen. Wechselnd kann ich da auch Waffen, ich habe ja noch eine Sekundärwaffe, das sind hier so Pistolen, kann ich mit dem Scrollrad. Und hier kann ich jetzt die Tür entschweißen. So, und jetzt geht sie auf. So. Und wir kämpfen uns weiter vor. Entschweiße ich auch hier mal die Tür. Meine Kollegen geben mir halt eigentlich auch Deckung. Zumindest die meiste Zeit. Hier habe ich jetzt so. Habe ich jetzt dann so eine. Ah ja, ich nehme jetzt einfach hier mal wieder meine Waffe. So. Ich kann halt auch, wie gesagt, Türen verschweißen, damit die Aliens einem nicht so leicht folgen können. So. Okay. Ich glaube, ja, jetzt sind wir bei dem Terminal angelangt. Hier muss ich jetzt mich wieder reinhacken und muss jetzt hier so geschafft. Und es folgt zugleich ein wilder Kampf. Hier die Tür. Hätte ich noch verschweißen können. Aber hatte ich jetzt nicht mehr gemacht. Gut. Okay, gut. Das war's dann eigentlich ja schon. Mehr gibt's zum Spielprinzip gar nicht mehr nicht zu sagen. Und wir kommen so gleich auch eigentlich schon zur Auswertung. Das Spiel macht eigentlich relativ viel Spaß für zwischendurch mal. Da man auch zu mehreren spielen kann, auch über Steam dann super mit Freunden spielen kann. Und das macht wirklich teilweise richtig Spaß und ja, es ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsspiel, aber dafür, dass es kostenlos war, wie gesagt, super Spiel, sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Die Verbindungsprobleme sind jetzt noch ein bisschen blöd, aber ich könnte mir vorstellen, dass das im Lauf mit Updates verbessert wird. Es gab schon ein paar Updates, da habe ich dann teilweise auch schon Verbesserungen in dieser Hinsicht gesehen und bemerkt, dass es dann schon ein bisschen besser geht. Allerdings dauern die Verbindungszeiten immer noch so lang oder ich werde gar nicht verbunden. Und das ist nicht so toll, finde ich. Aber mal abwarten. Und ansonsten auf jeden Fall zu empfehlen, vor allem für Leute, die Shooter mögen, auch Third-Person-Shooter und auch gerne mit Freunden online spielen oder halt auch mit anderen Leuten online spielen. Gibt auch diesen natürlich diesen Offline-Practice-Modus, den ich euch gerade gezeigt habe. Und ja, also für solche Leute ist das Spiel auf jeden Fall zu empfehlen, aber auch für sonstige Gamer auf jeden Fall sollten die da mal reinschauen, um das vielleicht mal zwischenzeitlich zu spielen, wenn einem gerade langweilig ist. Verbraucht auch nicht so viel Speicherplatz und ja, gut. Dem Spiel verteile ich jetzt einfach mal auf einer Skala von 5 Sternen 4. Vor allem wegen der, da es halt kostenlos ist. Und ja, also sagen wir es so, würde das
also Geld für das Spiel hätte ich jetzt selber nicht ausgegeben, weil erstens ich nicht so ein großer Fan bin von solchen Third-Person-Shootern im Weltraum dann auch noch mit Aliens und so weiter, bin ich nicht so der große Fan. Und zweitens, weil es wegen Verbindungsproblemen und so weiter halt zurzeit noch nicht gerade so gut ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hätte, aber das kommt vielleicht noch. Ja, aber da es kostenlos ist, probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn es euch nicht gefällt, löscht es einfach wieder. Ihr habt ja keinen finanziellen Schaden dadurch. Okay, gut. Jetzt noch zum Schluss noch ein paar Infos zu meinen Videos. Ich habe ein Headset bestellt. Das kommt jetzt nächsten Montag. Am gleichen Tag wird es wahrscheinlich noch ein paar oder zumindest mal ein Video geben über ein Mac-Programm. Ich kann euch jetzt schon mal den Namen sagen. Es heißt ImageWell und ist ein kleines Bildbearbeitungsprogramm. Werde ich euch dann zeigen. Montag, eventuell vielleicht auch erst Dienstag, aber höchstwahrscheinlich schon Montag. Und dann ist das Rauschen auch draus. Und ja, da freue ich mich jetzt schon drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und ja, Link zu dem Spiel und beziehungsweise zu Steam schreibe ich wie immer unten in die Beschreibung. 4 von 5 Sternen, probiert's aus. Und das war's. Bis zum nächsten Video und tschüss. Abonniert mich, kommentiert mich und bewertet mich. Danke.